Shalom Aleichem, wir lernen weiter Tanja, 17. Adar Aleph, Freitag. Der Altere redet weiter, dass ein Mensch, gibt es Menschen, die sind sehr heiß, sehr warm in ihrer Natur. Heiß und warm bedeutet gekochte Menschen. Gekochte bedeutet, sie sitzen in Corners, sie sitzen in die Ecke und die sitzen in so einer Lage, wo ihre Verführungen sind größer. Natürlich, einer, der arbeitet in Konditorei, hat er mehr Lust zu essen, Kuchen. Einer, der arbeitet in einem Ort, also jeden Mensch. Trotzdem, ein Mensch hat keine Ausrede über seine Vergehen gegen Hashem. Und er heißt ein Rasha Gamur, ein Frevler. Warum? Weil der Furcht von Hashem ist nicht vor seinen Augen. Wenn ein Mensch sündigt, schließt er die Gardinen, schließt er die Fenster, schließt er das Schloss auf zweimal. Warum? Weil er denkt, niemand soll mich sehen. Aber Hashem sieht dich, Hashem ist überall, Hashem sieht, was der Mensch macht in sein Zimmer, Hashem sieht, was der Mensch macht in seine Gedanken, was er macht Herz. Also zuerst muss der Mensch wissen, Hashem hat alles gesehen und Hashem sieht alles. Zwei, ein Mensch kann sagen, er konnte nicht beherrschen und disziplinieren, er konnte sich nicht einhalten, aushalten und zu herrschen seine Lust auf Leidenschaft wegen Hashem. Aber wenn er wusste, der Chef guckt, ein Kaiser guckt, der König alle Königinnen guckt, dann konnte er es doch disziplinieren. So wie es steht geschrieben in Kapitel 12, dass der Kopf kann doch das Herz herrschen. Und hätte er darüber gedacht, er konnte sich doch disziplinieren. Hashem kommt nicht in Beschwerde mit seinen Leuten auf Sachen, die sie nicht machen konnte. Hashem weiß ganz genau seine Geschöpfe. Hashem erwartet nicht von den Menschen Sachen, die sie nicht aushalten können. Und wenn ein Mensch von jemandem was fordert, heißt Hashem hat ihm gegeben die Möglichkeit und die Kraft, es zu tun. Wird man nicht legen in ein kleines Auto, soll er abschleppen einen LKW? Er kann nicht. Oder soll er schleppen ein Flugzeug in den Flughafen? Wenn man will sagen, ein Auto soll schleppen ein Flugzeug, gibt es ein spezielles Auto. Die hat man gemacht und wenn der Flugzeug ist auf dem Platz, er schiebt ein bisschen das Flugzeug rechts und links. Also Hashem will nicht von mir, soll ich schleppen Flugzeug. Hashem will nicht von dir, sollst jetzt die ganze Umgebung ändern. Hashem will aber, dass in dieser Umgebung, in dieser Clique, in diesem Potenzial, in dieser Möglichkeit, die wir haben, sollen wir es doch tun, nach den Kräften, die wir haben. Und das ist alles parallel zu Hashem. Aber parallel zu anderen Menschen, ein Mensch soll nicht gucken auf andere Leute von oben nach unten. Das Problem, warum Menschen wollen nicht hören, was man mit denen redet, weil sie haben ein Gefühl, dass der andere gibt mir ein Gefühl, er ist besser und ich bin schlechter. Also, normale Menschen wollen nicht hören, dass man denen sagt, was zu tun. Warum? Weil ein Mensch hat ein Gefühl, wer bist du? Nimm deine Selbstzahnstocher von deinen Augen. Was willst du von mir? Lass mich in Ruhe. Aber in dem Moment, wo ein Mensch guckt auf den anderen mit einem schönen Auge, mit gutem Auge, und er sagt, ich verstehe die Lage, wo du stehst, du hast nicht gelernt, du hast nicht gewusst. Das heißt, dann ist ein großer Kampf, mein Trieb, der brennt vom Gottes Furcht. So wie eine Versuchung. Ein Mensch muss immer bleiben loyal und treu zu Hashem und zu seiner Tora. Und auch der Kalsche Bekalim, auch der Leichtermann, wo du ihn unterschätzt, und er braucht einen großen Krieg, er muss auch wegen Gottes Furcht alles tun. Schkoich.